Jesus war zu keinem Zeitpunkt weniger als Gott, weder im Himmel noch auf Erden. Zu keinem Zeitpunkt, zu keiner Sekunde weniger als Gott. Und deswegen ist es eine gefährliche Täuschung, wenn Menschen zu harmlos über Jesus denken. Wenn Menschen auch über ihr Verhältnis zu Jesus zu harmlos denken, nur den echten Jesus kann man von Herzen lieben. Und was nützt es, wenn Menschen ein Bild von Jesus präsentiert bekommen, das ihnen vielleicht sympathisch erscheinen lässt, das ist ja immer Geschmackssache, das ihnen vielleicht sympathisch erscheinen lässt, aber ihn in seinem Gottsein und in seiner Heiligkeit verharmlost. Und ein Beispiel für solche Verharmlosung und ja, Verfälschung, und das muss ich Ihnen an dieser Stelle noch sagen, weil so viele Menschen in diesen Wochen davon betroffen sind. Ein Beispiel für solche Verharmlosung ist das Filmprojekt The Chosen, das sich selbst ja als eine große Erfolgsgeschichte präsentiert. Die Auserwählten, also die Jünger sind damit gemeint, produziert in den USA. Die deutsche Homepage jubelt, über 400 Millionen Zuschauer schon international. Das Ziel besteht darin, diesen Film, also es sollen 7 Staffeln produziert werden, in über 150 Sprachen zu übersetzen. Auch in Deutschland werden bereits die ersten beiden Staffeln verbreitet. Und der Anspruch dieser Serie besteht worin? Er besteht darin, den Zeitgenossen Jesus nahezubringen. Das sagen die Verantwortlichen immer wieder. Nur die Frage ist, welchen Jesus? Sie beanspruchen authentische Informationen. Wir wollen dazu beitragen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und nun überlegen Sie, nach Aussagen der Filmemacher sind 95% der bisherigen Szenen aus der Fantasie entstanden. Die Zahl nun genau ausgerechnet ist, weiß ich nicht, aber gibt bestimmt die Richtung an. 95% folgen also nicht biblischen Vorgaben, ganz anders als damals der berühmte Jesusfilm nach dem Lukas-Evangelium, den viele von uns noch kennen, sondern folgen eben den kreativen Ideen der Produzenten. Und das ist eine interessante Doppelthese, dass man einerseits sagt, wir wollen den authentischen Jesus präsentieren und andererseits sagt, aber 95% ist freie Fantasie. Das enthüllt ja deren Hermeneutik. Das ist eine krasse Aussage. Wir können den authentischen Jesus präsentieren für 5% Bibel. Verstehen Sie? Und diese Filmemacher geben vor, was wollen sie? Jesus aus der Sicht seiner Begleiter und Jünger, also der Chosen, der Auserwählten, zu zeigen, einen Jesus, den sie Sohn Gottes nennen, aber den sie inhaltlich ganz anders darstellen als die biblischen Quellen. Nur wenige Beispiele. Vieles läuft ja auch so unterschwellig mit. Ja, als der Film Nikodemus vor Jesus niederknien will, sagt Jesus, was machst du, das musst du nicht. Also nach dem Motto, nicht zu viel Ehrfurcht, nicht vor Jesus knien. Hier bei uns im Text lesen wir das anders, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen, die Knie all derer, die im Himmel, auf Erden und unter der Erde sind. Oder der Serienheld, also Jesus mag man ihn nicht nennen, der Serienheld verhält sich teilweise wie ein Tölpel. Er lässt sich von Matthäus bei der Abfassung der Bergpredigt helfen. Er übt unbeholfen seine öffentlichen Auftritte. Er schafft es kaum, seine Mannschaft regelmäßig mit Essen zu versorgen. Und er gibt reumütig immer wieder großzügig eigene Fehler zu. Zum Beispiel sagt er, ich hätte bitte sagen sollen. Damit entschuldigt er sich bei der Frau am Brunnen, als diese zögert, ihm Wasser zu geben. Und dann sagt Jesus ganz bescheiden, es wäre schön, wenn du mir glauben würdest. Diese Filme präsentieren nicht Jesus Christus, sondern sie präsentieren die Fantasie des Regisseurs und seiner Helfer, zu denen offiziell 2 Co-Produzenten gehören, die ihrerseits Bischöfe in der Sekte der Mormonen sind. Also in der Kirche der Heiligen der letzten Tage. Ja, Daryl Eaves und Brad Pelum. Bischöfe in der Sekte der Mormonen. Auch die Produktionsfirmen VidAngel und Angel Studios, in denen die ersten Filme aufgenommen wurden, sind mormonische Gründungen. Und wir haben doch gesehen, was für ein antibiblisches Verständnis von Jesus die Mormonen lehren. Völlig im Gegensatz zu dem, was Philipper 2 schreibt. Aber das hindert den Regisseur Dallas Jenkins, der sich selbst als evangelikal bezeichnet, das hindert ihn nicht daran, diese enge neue Verbundenheit mit den Mormonen zu loben. Er bejubelt, dass es eine wachsende Bruder- und Schwesternschaft gibt. Und er sagt,
Ja, trotz aller theologischen Unterschiede glaube man an denselben Jesus. Wörtlich sagt er, bei den Geschichten von Jesus sind wir uns einig und wir lieben denselben Jesus. Und wir sollen uns auf die Fantasien eines Mannes verlassen, der behauptet, dass die Mormonen denselben Jesus haben würden wie den, den die Bibel lehrt. Denselben Jesus, das kann schon sein. Sofern es sich eben um diesen erfundenen Pseudo-Jesus von The Chosen handelt. Und vielleicht ist ja auch so das Motto gemeint, mit dem die Serie in Deutschland promotet wird. Das finden Sie auf der Homepage. Das Motto lautet, gewöhn dich an anders. Willkommen zur weltweit ersten Serie über das Wirken von Jesus. Gewöhn dich an anders, das ist gut gesagt. Anders ist richtig. Anders als die Bibel über Jesus lehrt. Gewöhn dich an anders. Anders als Gott sich selbst in seinem Wort offenbart. Ein anderer Jesus. Ein harmloser Typ. Und doch, und das muss uns wirklich traurig machen, haben auch Teile der Evangelikalen in den Jubelchor eingestimmt, der das Projekt promotet. So etwa ein Mitvorsitzender im Namen der Deutschen Evangelischen Allianz, der sich auf einer großen Pressekonferenz in Berlin am 10. Dezember jetzt als dankbarer Befürworter präsentierte und der meinte, aus seinen Kreisen, also aus den Kreisen der Allianz, hätte er nur Zustimmung gehört. Und eine Organisation wie E21 veröffentlicht auf ihrer Homepage vorsichtige Nachfragen, dafür aber große Dankbarkeit und Vorfreude auf die nächste Staffel. Ich bin mir sicher, schreibt der Rezensent auf der Homepage von E21, bin mir sicher, dass Jenkins und sein Team sich der Bibel verpflichtet fühlen. Also nach deren eigenen Angaben wohl mindestens zu 5%. Und diese Entwicklung zeigt, ihr Lieben, wie dringend wir die echten Quellen über Jesus studieren müssen. Wie dankbar wir für das zweite Kapitel des Philipperbriefes sein dürfen, weil wir hier eben nicht der Fantasie eines Apostels begegnen, sondern dem heiligen Gott in seinem lebendigen Wort. Und darum können wir es wissen. Ja, Jesus war Gott von Ewigkeit her. Jesus wurde Mensch und Jesus bleibt Gott. Und vor diesem Jesus, ja, können wir uns nur beugen und wollen uns vor ihm beugen und wollen ihn anbeten und mit den Worten des Jüngers Thomas, mein Herr und mein Gott, Jesus, du bist unser Herr und unser Gott. Es geht um seine Wahrheit und um seine Ehre. Es geht um seine Gemeinde, die zwischen dem echten Jesus und menschengemachten Trugbildern unterscheiden können muss. Jesus, wie er wirklich ist. Und es geht um unsere Zeitgenossen, die Jesus noch nicht kennen. Denen hilft nur die echte Wahrheit über Jesus, die allein in seinem Wort zu finden ist. Und daran halten wir uns fest, denn Jesus ist unser Schicksal.